Hallihallo, hier ist wieder der Tommy und heute haben wir wieder eine ganz besondere Mod hier bei Star Wars Battlefront 2 und zwar jetzt endlich die Roboterbein Darth Maul Mod. Wir haben schon Ewigkeiten darauf gewartet, es wird seit Ewigkeiten gesagt, bitte mach doch mal endlich solch einen Skin Dice. Der kam bis jetzt noch nicht, aber die Modder haben sich rangesetzt. Die Modder haben sich rangesetzt und seit die jetzt endlich hier auch ja quasi eigene Objekte einfügen können und der ist perfekt. Der ist einfach perfekt. Haben sie natürlich jetzt hier auch die Roboterbeine drin, ne? Man kennt es aus Star Wars The Clone Wars, wo er dann die Roboterbeine hat. Am Anfang natürlich noch diese Spinnenbeine quasi, wo er sich das selber zusammenbauen muss und dann später halt diese hier. Und die sehen sowas von geil aus. Das gefällt mir optisch so gut. Oberkörperfrei. Der gute Darth Maul hier auch noch mit seiner komischen Halsschärpe da. Ansonsten natürlich sein Doppelklinglichtschwert. Die Verbindung hier zum Körper sieht, glaube ich, 1:1 auch so aus in der Serie. Ihr könnt es gerne mal schreiben, wenn euch irgendwas auffällt, was nicht so ganz perfekt ist. Aber ich würde eigentlich sagen, den kann man 1:1 zack, so ein Spiel. Ich will den haben. Ich hau dafür auch so viele Credits auf den Tisch. Boah, mein Gott, sieht das cool aus, wenn er läuft. Ich hau dafür auch gerne so viele Credits auf den Tisch, wie ihr nur wollt. Und meine Güte, sieht das geil aus. Wäre halt cool, wenn er noch so einen Tritt machen würde damit, ne, manchmal, aber... Alter, das sieht geil aus. Das ist eine hammermäßige Mod. Auf jeden Fall eine der besten Mods, die bisher so... Oh, da macht er sogar ja einen Tritt. Das ist aus seiner, ja, Standardanimation. Da hat er den Tritt gemacht. Jetzt war ich leider zu spät. Kriegt man auch gar nicht so leicht hin, ne? Ansonsten natürlich den hier. Das ist ja echt der Hammer, ey. Naja, das war auch noch nicht beim Tritt. Da ist der Tritt. Ah, da kriegt man nicht hin, den macht er zu schnell. Aber ihr seht ihn ja immer wieder, den kleinen Tritt. Und das ist natürlich auch richtig cool mit den Roboterbeinen. Also ihr kennt natürlich, oder die Leute aus, die Star Wars oder Clone Wars gesehen haben, kennen natürlich diese Skin-Mod. Und ja, sie wäre auf jeden Fall was ganz Besonderes, wie gesagt. Der würde jetzt nicht sein komplettes Animationsset verändern. Das ist ja das aktuelle Animationsset von ihm und es sieht eigentlich echt geil aus damit. Gefällt mir. Von der Optik her eigentlich richtig, richtig gut. Ist total passend. Ich würde die 80.000 Credits oder was auch immer dafür auch locker auf den Tisch hauen und sagen, yes, will ich so haben. Schreibt gerne mal, was ihr denn haben wollt oder ob ihr den gerne so haben wollt, den guten Darth Maul. Zack. Aber ich denke mal, die meisten werden den haben wollen. Und was ihr natürlich auch bereit wärt, dafür zu zahlen. Und wie haben sie das denn hier eigentlich gemacht? Sag mal, das sieht einfach richtig, richtig gut aus. Das sieht richtig, richtig, richtig gut aus. Auch dieser Metall-Look quasi, ne, auf den Beinen, dass das hier so diffus widerspiegelt. Also jetzt nicht komplett widerspiegelt, sondern so ganz, ganz, ganz grobkörnig, sage ich dazu jetzt mal. Es sieht einfach richtig, richtig geil aus. Gefällt mir. Naja, auf jeden Fall eine der geilsten Mods. Schreibt gerne mal rein, was ihr denn von dieser Mod halten würdet und natürlich auch, ob ihr dann, ja, oder wie viele Credits ihr denn dafür auf den Tisch hauen würdet, für den guten Herrn so. Und damit war es eigentlich auch schon wieder mit dieser kleinen Mod-Vorstellung. Und damit bedanke ich mich. Bis zum nächsten Mal und... Ciao, ciao.